Ja, zur ersten Frage, ob es dann nicht so eine Art von verkehrter Geduld oder Erdulden gäbe. Und Rabbi sagt durchaus, denn wenn man krank ist und dann sich dann überhaupt nichts unternimmt, also nicht nur nicht auf einen Arzt, sondern auch sich auf gar nichts verlässt und gar nichts dran tut, dann ist das mit Sicherheit keine Form von Geduld, sondern das ist eigentlich verkehrte Geduld. Das ist die Perversion von Geduld. Und das Gleiche betrifft auch zu, wie auch wenn man in bestimmten Beziehungen mit Menschen unterhält. Beziehungen mit Menschen sollten gut sein. Und dann kann man nicht genug Beziehungen haben. Je mehr Beziehungen, desto besser. Und um das dann mit der zweiten Frage zu verbinden, einige haben die Idee, dass man vielleicht lieber in Einsamkeit verweilt. Und einige dann möchten lieber in Städten wohnen und so fort. Und man muss schauen, was für einen selbst gerade sich am besten anfühlt. Und ich denke, dass da, wo man das Gefühl hat, dass es gerade jetzt am stimmigsten ist, denn das ist vielleicht für unsere Dharma-Übung gerade die günstigste Situation. Er sagt aber vorher noch zu diesem Thema mit der falschen Geduld und den Beziehungen angehen, sagt er, einige glauben, dass man jetzt vielleicht sich aller Beziehungen entledigen müsse, sozusagen, weil die alle so problematisch sind, und dann am liebsten ganz alleine für sich ist. Und so lässt sich Geduld auch schlecht üben. Ich habe gehört, dass wenn man diese Gängen baut sind und Gürtel, dass wenn die einmal gebrochen sind, dann kann man die nicht einfach so bereuen, sondern man muss sie dann wieder erneut nehmen. Und ob das jetzt stimmt, wollte ich fragen. Und das Zweite ist, wie kann man jetzt im Alltag relatives und absolutes Bodhicitta übend verquicken oder verbinden miteinander? Tendawa tuse se tambo ni semga, tendawa si zuena na, loche ke tsamni yangja, tani maru ke lama tonke so yena yung, tani lama ke gine yangja ke yo kaso, yangja loche la songa, ni la songa, su tamja tang tungwa tene, te yangja lingwe. Tani, kunzu songzu sanong ka, no songzu san tenyi da, tani penna, tata ngarong songga, ta kora chuse indayin yo. Da Dompa de Shak Sande, den Jibba la ten yang se tu kudwa? Rege ya so. De nye tang ten zinke, Dompa so wa se wala, Lama tong ke hang chik nye 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 su so.
Ja, zu der ersten Frage, also ich habe den Grundsatz erst nochmal dazu erklärt, dass diese Genin-Vorsätze ja unterschiedlich gefasst sein können. Es gibt welche, die fassen diese Vorsätze für die gesamte Dauer des Lebens, andere nur für einen bestimmten Zeitraum, sagen wir, vielleicht für ein Jahr oder so. Und wenn man für einen bestimmten Zeitraum diesen Vorsatz gefasst hat, dann schließt das natürlich automatisch damit ein, dass wenn man ihn wieder haben möchte, dann erneut diesen Vorsatz von mit Hilfe oder Gegenwart eines Lehrers nehmen muss. Hat man ihn für das ganze Leben genommen, dann braucht man ihn im Grundsatz nicht aufzufrischen, es sei denn, dass man gegen diesen Vorsatz verstößt und dann bedauert und so weiter, dann ist es gut, ihn wieder neu zu nehmen in Gegenwart des Lehrers. Wenn man ihn grundsätzlich gebrochen hat, den Vorsatz. Dann zur zweiten Frage, wie lässt sich Bodhicitta im Alltag in den beiden Arten üben? Und habe ich gesagt, nun ja, das ist ja eigentlich das, was wir bisher auch immer tun. Halt das Rezitieren bestimmter Dharma-Texte, wenn wir dann eine Puja durchführen, eine Sadhana üben, von Mantra sprechen und so weiter und seine Gottheit üben. Oder auf der anderen Seite gute Wünsche für das Wohlergehen anderer Lebewesen fassen, mit Liebe und Mitgefühl uns für das Schicksal anderer öffnen, all das zählt unter jene Art von Bodhisattva-Gesinnung, die sich hinwendet auf den Anschein dieser Welt. Ganz klar. Wenn wir dann und wann mal auch einfach unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit schlicht ruhen lassen oder sogar darin tiefere Einsicht entstehen lassen, Shamatha und Vipassana, oder wir bedenken, wie alle Anschein der Welt letztendlich leer von Substanz ist, dann sind solche Arten von Übungen, Bodhicitta-Anwendungen, die sich auf die eigentliche Wirklichkeit ausrichten. So, da wir ja von jedem immer etwas eigentlich durchführen bisher, sagt Sanbuchi, ist da eigentlich gar kein Problem zu sehen, sondern bereits in den Anwendungen, die wir gelernt haben in der Vergangenheit, sind beide Arten von Bodhicitta mit eingeschlossen. Es geht um das Erwecken von Bodhicitta. Wenn ich mir alle Lebewesen einfach so vorsage, dann ist es relativ einfach. Aber wenn ich ins Konkrete gehe, kriege ich bei Menschen wirtschaftliche Schwierigkeiten. Zum Beispiel Menschen, die hilflose oder ihnen ausgelieferte Menschen Gewalt anwenden. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, einen Vater, der sein Kind sexuell missbraucht, oder wenn ich mir vorstelle, einen Folterer oder einen Politiker, der Folter unterstützt und haben will, dann wäre es, ich habe es versucht, aber ich merke dann, es ist geheuchelt, wenn ich mir vorstelle, da war vielleicht mal deine Mutter, es geht nicht. Und der Ausweg, den ich mir selber gesucht habe, besteht darin, dass ich auch diesen Leuten gute Wünsche schicke, in der Hoffnung, wenn sie sozusagen ihre eigene Buddha-Natur finden, dann hören sie damit auf, also auch über einen sozusagen spirituellen Stopp, wenn zumindest das zu wünschen. Reicht das erstmal oder ja? Ja, natürlich gibt es solche Leute, die ausschließlich Schädliches anrichten. Andererseits sollten wir bedenken, warum machen sie das? Das machen sie doch, weil aus ihrer eigenen Sicht sie getrieben sind, eben in ihrem eigenen, in ihrer Weltsicht sind sie getrieben und erfasst und überwältigt von diesen Geistesstörungen, die sie dazu treiben.
sind eigentlich ohnmächtige Ausführungen ihrer eigenen Geistesstörung. Und die Folge davon ist, dass gegen ihren eigenen Willen sie am Ende ihres Lebens dann schließlich in einer Welt wiedergeboren werden, wo sie die Folgen dieses Tuns erleben müssen, also in einem Höllenbereich, und dann selber entsetzliche Qualen ertragen müssen. Darüber sollten wir einfach mal etwas nachdenken. Und dann aus diesem Bewusstsein, dieser Tatsache, wie sie jetzt die Ursachen für späteres entsetzliches Leiden für sich selber legen, in diesem Hinblick dann versuchen, gute Wünsche für sie zu machen. Zu hoffen, dass sie aufhören, damit jetzt weiter die Ursache für ihr Leiden zu nähren und so fort. Das ist die Art der Übung und dann wird das eine sehr gute Übung. Ich habe eine Frage zu den Genienbelücken und zwar, wenn man die zum Beispiel für eine gewisse Zeit genommen hat, für ein Jahr sagen wir, und dann eine von diesen Gelübden gebrochen hat. Also zum Beispiel, man hat dann einfach mal geraucht, obwohl man ja Rauchgelübde genommen hat. Zum Beispiel. Und dann sich aber trotzdem überlegt, die nochmal zu nehmen, weil man merkt ja auch, dass es einen großen Benefit trotzdem gibt aus diesen anderen Gelübden, die man nicht gebrochen hat. Und auch aus diesen Tagen, an denen man die Rauchergelübde auch nicht gebrochen hat. Also meine Frage wäre es, wenn ich das so zusammenfassen würde, gibt es einen Benefit aus gebrochenen Gelübden? Und auch, soll man die dann doch nochmal nehmen oder erstmal sich das überlegen, kann ich die echt richtig so halten? Und erst, wenn man dann total sicher ist, ja, ich kann das, die erst nehmen, weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass man dann, wenn man die Gelübde gebrochen hat, in die Darmhöhle geht und dass man da überhaupt, also dass das überhaupt keinen Sinn macht. Ja, Antwort war ja eine ganz kurze. Solange man sich nicht sicher ist, dass man diese Versprechen, diese Vorsätze auch einhalten kann, wäre es besser, diesen Vorsatz nicht zu fassen. Wenn wir aber der Überzeugung sind, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Vorsatz nehmen, dass wir diese Vorsätze einhalten können, dann sind je mehr an guten Vorsätzen wir fassen, ist es umso besser.